Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Wir spielen eine Runde Schnellschach und währenddessen versuche ich euch einfach mal so viel auf den Weg mitzugeben, wie ich kann. Es geht um Taktik, es geht um Strategie und zum Beispiel auch um den Übergang zwischen Eröffnung und Mittelspiel. Ganz wichtig, das kann man hier besonders gut machen. Und generell auch der Denkmechanismus, also wie denkt man richtig. Genau. Am Brett E4, E5, Springer C3, das nennt man Wiener Partie. Hier ist der beste Zug auf jeden Fall Springer F6. Springer C6 wäre ein bisschen ungenau. Kommt weiß sehr früh zu F4. Läufer C4. Okay, und jetzt provoziert mich mein Gegner ein bisschen. Denn ich könnte mit dem Springer auf E4 nehmen und das mache ich auch. Wenn der Springer nimmt, kommt eine Gabel. Bester Zug ist hier, glaube ich, Dame H5. Also ich glaube, das ist noch der beste. Das ist schon ein bisschen, meine Theoriekenntnis hier ist verstaubt. Aber ich glaube, es ist Dame H5 und dann spielt man Springer D6. Und hier gibt es total verrückte Varianten, kann ich euch auch gerne mal kurz danach in der Analyse zeigen. Generell macht es jetzt aber nicht Sinn, die nur mit Pfeilen durchzugehen. Ich kann euch aber mal was sagen, wenn ihr eine Öffnung am Brett habt, wo ihr euch nicht wirklich auskennt, in E4, E5 meistens, führt es zu Zugumstellungen in andere. Also wir könnten ja auch einfach Läufer C5 spielen und höchstwahrscheinlich würden wir dann in irgendwie Italienisch kommen. Oder sowas ähnliches. Ja. Prinzipiell denkt immer dran, stellt den Läufer raus aus der Bauernkette, macht dann zu, also auf keinen Fall hier D6 spielen oder sowas, wäre super passiv. Und auch Eselsohren wie A6 oder H6 auf keinen Fall machen. Ihr denkt wahrscheinlich, das ist jetzt übertrieben, das ist ja nur ein kleiner Zug, aber das ist doch ziemlich Zeitverschwendung. Und wenn man schwarz ist, ist man sowieso ein Zug hinten und ich denke mal nach H6, F4 oder so, wenn ein Gegner versucht, das dann konkret auszunutzen, könnte man ordentlich Probleme kriegen. Okay, Springer schlägt E4. Ich wundere mich, warum mein Gegner so lange überlegt. Vielleicht hat er Internetprobleme, wobei er ist online oder er streamt und muss die Videoeinstellung noch verbessern. Nee, aber Dame E2 noch nie in meinem Leben gesehen. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, das führt genau in dieselbe Stellung, wenn ich hier einfach Springer D6 spiele. Dann zum Beispiel Dame schlägt E5 und ich spiele Läufer E7. Dann haben wir eine Zugumstellung in die Variante nach Dame H5. Aber es muss ja eigentlich auch einen Grund geben, warum nicht jeder Dame E2 spielt. Deswegen überlege ich nochmal kurz, ob ich nicht jetzt Alternativen habe, die vielleicht besser sind. Zum Beispiel Springer F6. Also erstmal den Schlagzug anschauen. Springer schlägt C3, Dame schlägt Schach. Wir gehen mit dem Läufer dazwischen. Und irgendjemand nimmt hier auf C4. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich will hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt an diesem Punkt, was der richtige Zug war. Weil Dame, schon im vierten Zug bin ich raus aus der Theorie. Und okay, schlagen. Aber jetzt bin ich in der Variante, die ich so zumindest kenne, in Anführungsstrichen. Also ich habe die mal analysiert. Ist schon etwas her und ich glaube, aber hier ist es alles in Ordnung, wenn ich einfach jetzt schnell rochiere und Turm E8 spiele. Man muss ja sagen, ich habe hier nichts weniger. Also da, und dafür ist gerade sein Läufer angegriffen und seine Dame steht schon zentral. Man muss auch sagen, nach Dame schlägt G7 kommt Läufer F6, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht betrachtet, aber ich kenne ja die Stellung. Und nach Läufer F6 hängt die Dame und... Oh. Habe ich was übersehen oder? Okay, also jetzt hängt die Dame, er kann den Läufer noch decken hier mit Dame G4. Aber jetzt, also jetzt hat er im Prinzip ich habe einen Bauern geopfert. Und man kann natürlich fragen, wofür? Dein König ist schlecht und deine Figuren stehen komisch. Der Springer steht dem Läufer vor der Haustür rum. Aber ich würde sagen, hier, also er muss jetzt Dame G4 spielen, ja. Hier ist, hat man schon auf jeden Fall etwas. Erstens das Läuferpaar. Allein das reicht manchmal schon. Zweitens eine halboffene G-Linie, das ist gleich der Turm, greift zum Beispiel bei den Bauern an. Und drittens kriege ich, also nach Dame schlägt C4, hier ein ziemlich fettes Zentrum mit nach C6 und D5. Ich frage mich nur, warum der so lange überlegt, an solchen forcierenden Zügen wie Dame schlägt C4,
will jetzt hier keinen Verdacht äußern. Ich glaube nicht, dass das da im Steck gesehen der beste Zug war, aber hatte ich schon mal ab und zu. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass es Cheater waren, wenn die so lange an solchen simplen Zügen überlegt haben, wie hier zu schlagen. Aber also kann auch einfach sein, dass das der alte ist oder so. Ich weiß es nicht, aber ich bin dann nur mittlerweile vorsichtig. So, also wir haben einen Bauern weniger und ich würde sagen, vom Gefühl her auf jeden Fall eine angenehme Stellung. Die Frage ist nur, wie man das jetzt ausnutzt. Also sozusagen, wir spielen spontan ein Gambit, heißt möglichst scharf und schnell spielen. Der Zug Dame E7 sieht scharf und schnell aus, ist aber ein Fehler, weil der Gegner geht dazwischen und ist dann und entwickelt sich auf jeden Fall freiwillig. Oder nicht freiwillig, er entwickelt sich sehr schnell und unser Bauer zu 7 hängt. Also Dame E7 ist schon mal raus. Das war ein Schach- und Schlagzug. Der andere Schach- und Schlagzug ist, den Springer zu nehmen. Macht ganz wenig Sinn. So, das heißt, wir müssen uns entwickeln. Der Zug, der mich eigentlich lockt, ist Turm G8, weil dann ist erstmal der Turm auf der Linie und Also ich wollte sagen, nach Turm G8 drohe ich gar nichts, weil auf das Nehmen kommt das Schach, aber dann gehe ich mit, der Dame dazwischen und dann tauschen sich aber Damen, das ist auch nicht wirklich das, was ich will. Also ich glaube, Turm G8 ist gar nicht so drohend und ich kann den wahrscheinlich noch jederzeit spielen. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall meinen Damenflügel entwickeln und da gibt es zwei Wege, die mir einfallen. Der erste, sehr verlockende, ist C6 und D5. C6 und D5 sieht super aus, weil er kann nichts dagegen machen, dass ich im nächsten D5 spiele. Und dann habe ich ein ziemlich fettes Zentrum. Das Einzige, was mir nicht dran gefällt, ist, dass mein Springer dann das aktive Feld C6 nicht kriegt. Das führt mich zur anderen Variante, die ich gerade überlege, nämlich einfach Springer C6 zu spielen. Und dann entweder hier dann Springer D4 oder Springer D4 droht dann zum Beispiel die Gabel. Das ist gar nicht so leicht zu verhindern. Also vielleicht nur durch Dame D3 oder so. Das heißt, mit Springer C3 und ich könnte auch noch Springer E5 spielen, könnte ich auch eine sehr schnelle Entwicklung machen und aktives Spiel kriegen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier der bessere Zug ist, weil beides sieht sehr verlockend aus. Ich frage mich, okay, ich einmal kurz die Variante mit C6 durchgehen, weil das hier ist eine Grundsatzentscheidung. Die entscheidet den ganzen Verlauf der Partie. Also C6, der Gegner spielt zum Beispiel D4. Ich spiele D5, der Gegner spielt damit D3. So. Und ich glaube, in dieser Stellung habe ich nicht mehr viel. Deswegen spiele ich Springer C6. Das ist aber wirklich auch schwierig. Und ich habe nicht mehr vieles auch falsch, weil ich hätte halt ein befestigtes Zentrum. Aber jetzt nach Springer C6 bleibt die Partie ziemlich dynamisch. Also ich habe völlig frei, weil ich kann auch einfach D6, Läufer E6 spielen. Dann habe ich zwar nicht dieses Riesenzentrum, aber trotzdem am Ende aktivere Figuren. Weil wenn meine ganzen Bauern hier auf Weiß stehen, also auf D5 und C6, dann wird dieser Läufer hier auch nicht mehr so stark, weil die Bauern ihn im Prinzip einschränken. Okay. Was sollte Weiß hier machen in so einer Stellung? Ich habe jetzt ziemlich viel gerechnet, aber ich würde nochmal versuchen, hier zu allgemeinen Punkten zurückzukommen, die man hier mitnehmen kann. Also erstmal war die Eröffnung eigentlich, ich habe eine Transposition, so einen Übergang in eine normale Eröffnung gemacht und hier ist da Schlag G7, weiß ich auf jeden Fall nicht genau. Das heißt, hier habe ich schon mal ein gutes Gefühl, trotz Bauernopfer. Dann habe ich mich dazu entschieden, obwohl ich einen Bauern weniger habe, zu tauschen, nämlich um das Läuferpaar zu kriegen. Läuferpaar immer sehr wertvoll, auch im Angriff. Da kann man auch noch mal ruhig eine Leichtfigur abtauschen. Und jetzt haben wir eine offene Stellung, in der das Läuferpaar auf jeden Fall dominiert. Dominieren wird. Aktuell dominiert es ja noch nicht so richtig. Springer F3. So. Jetzt dieser Springer entwickelt und der Zug Turm G8 wurde noch verlockender, weil ich sehe nicht wirklich, wie er diesen Bauern deckt, außer durch den super hässlichen Zug G3, der schwächt alles, oder außer durch Rochade. Ja, das ist die Frage, ob er sowieso kurz hochieren will. Ich spiele erstmal D6, das ist sehr flexibel und verschiebt sozusagen die Entscheidung, ob ich Turm G8 direkt spiele oder einen Zug später, weil wenn er jetzt direkt rochiert, dann kann ich ja den sowieso jederzeit spielen. Und jetzt droht Turm G8 wirklich, weil auf Rochade kommt Läufer H3. Den kann er nicht nehmen, weil der Turm den Bauern fesselt. Okay, D4. Jetzt habe ich zwar die ganze Zeit davon geredet, aber ich muss natürlich trotzdem überlegen, bevor ich jetzt Turm G8 spiele. Das ist ja ein atypischer Zug. Also wir ziehen den Turm sehr früh. Ich will das aber nur machen, weil das mit Tempo kommt und noch eine Figur ins Spiel bringt. Der Turm kann man zum Beispiel auch immer über G4 schön ins Spiel bringen. Sieht man unter Profis ziemlich oft, dass der Turm hier auf irgendeiner Linie auf einmal mitspielt.
der Zug Läufer E6 generell. Dann kommt D5. Heißt noch nicht, dass ich eine Figur verliere. Ich habe noch so Zwischenzüge, aber erstmal streiche ich den und spiele Turm G8. Das ist ein logischer Zug. Ich denke mal, jetzt der logische Zug von Weiß ist G3, auch wenn der bestimmt nicht gut ist. Auf G3 kriegt der Riesenprobleme. Also er will dann wahrscheinlich nicht mehr in diese Richtung rochieren. Einerseits wegen Läufer H3 und auch wegen so Plänen wie H5, H4. Und auf G3 konkret wahrscheinlich auch Läufer G4 entwickeln wir einen Läufer mit Tempo. Der Springer muss ziehen und dann wird dieser Bauer weg. Natürlich alles stark vereinfacht, aber so vom Rhein, wie ich denke, stellt es die Situation gut dar. Ich sehe keinen anderen Weg, den zu decken. König F1 von so einem Zug rede ich eher nicht. Okay, er opfert diesen Bauern. Die Idee ist wahrscheinlich einfach jetzt nach dem Schlagen lang zu rochieren. Oder meinen Turm zu fangen, aber ich sehe auch nicht wie. Okay, also ich denke, ich nehme den hier an. Das ist also ein Bauer sozusagen gratis und vor allem war das ein schöner Bauer. Jetzt ist seine Bauernstruktur ein bisschen kaputt. Ich muss mich jetzt nur darum kümmern, dass ich hier schnell meine Entwicklung beende. Anbieten tut sich der Zug Läufer G4. Fesselt den Springer. Einziger negative Punkt an diesem Zug ist, dass dann auf jeden Fall mein Turm eingeschränkt ist. Der hat dann wenig Felder. Ich denke, ich spiele den aber trotzdem. Ich sehe jetzt nicht konkret, wie man es ausnutzen kann. Mein Problem ist aktuell eher der König. Der muss ganz, ganz schnell sich entwickeln. Also muss rochieren, das meine ich mit entwickeln. Das heißt, die Dame muss nochmal ziehen auf eins dieser Felder. Den Springer, denke ich, kriegt man hier nur so richtig durch Dame E2 gedeckt. Wobei Dame E2 auch so Biss hat, würde ich sagen. Weil, ich meine, man stellt sich zwar einerseits in eine Fesselung rein, aber andererseits schaut die Dame ganz schön auf den König. Das hier ist eine ziemlich spannende Stellung. Aber vom Gefühl her ist hier eigentlich viel, viel gut gelaufen für mich. Nur dieser Turm und der König, die machen mir Sorgen. Sonst, wenn ich es jetzt schaffe, den zu rochieren und den Turm hier auch wieder gut rauszukriegen, dann stehe ich natürlich gut. Also Struktur komplett gleich und ich habe das Läuferpaar. Also, ja. Sehr spannende Stellung. Ich frage mich wieder, woran er überlegt. Vielleicht auch am Zug Dame D5. Der sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, es ist eine sehr, sehr interessante Stellung. Vielleicht spiele ich nach Dame D5 auch einfach Läufer E6. Gehe wieder zurück. Hier steht er ein bisschen besser. Der Turm hat dann mehr Möglichkeiten. Und dann irgendwie Dame D7 und lange Rochade. Hier in dieser Partie wird die Zeit, denke ich mal, auch noch eine Rolle spielen. Also beide haben viel überlegt. Ich ein bisschen wegen dem Kommentieren. Mein Gegner die ganze Zeit viel überlegt. Wir sind erst im 12. Zug, das müsst ihr euch mal bewusst werden. Also weil hier wirklich bei beiden Seiten keine Theoriekenntnis da war, wurde ab dem 5. Zug so richtig überlegt. Und deshalb ist im 12. Zug schon ein Großteil der Zeit weg. Ja. Okay, Dame D5. Interessant. Jetzt wird spannend. Also Läufer E6 auf jeden Fall mein Lieblingszug in der Stellung, würde ich sagen. Woran ich überlege, ist Dame E4. Und die Frage ist, ob nach Dame E4 irgendwas droht. Zum Beispiel D5. Ich glaube, D5 könnte wirklich drohen. Ich glaube aber, nach Läufer E6, Dame E4 spiele ich vielleicht Turm G4. Ganz verrückte Stellung, ich weiß. Turm G4, aber ich glaube, die Dame frisst einfach und ich habe zu viele Probleme. Nee, also jetzt hier muss man kurz innehalten, weil die Frage ist, ob der zum Beispiel Springer E1 droht, dann nehme ich den Turm. Er nimmt meinen Turm, ich ziehe den Läufer wieder raus. Das sieht alles in Ordnung aus. Aber ich habe hier trotzdem gewisse Probleme, nämlich mit dem König. Die muss ich jetzt ganz schnell lösen. Ich muss rochieren auf Deutsch. Sorry für diese Ausdrucksweise. Also Dame E7 wäre der Zug, den ich gern spielen würde. Ich glaube aber, dann stehe ich schlecht nach Turm E1. Und
ich habe es nicht gerechnet, aber vom Gefühl her muss ich hier nicht weiterrechnen. Damit D7, logischerer Zug mittlerweile. Habe aber Angst vor zum Beispiel Springer E5. Sagen wir, ich nehme den raus. Die Dame schlägt. Ich nehme den Turm. Ja, das sollte eigentlich... Ah, nee, dann Dame... Dame G8. Okay, es ist jetzt kompliziert. Das tut mir leid. Vor allen Dingen wegen der wenigen Zeit. Aber ich sage euch mal, worum es geht. Dame D7. Springer E5. So, das ist der Zug, der ist kompliziert. Und ich habe nicht so richtig Lust, den zu rechnen. Ich muss aber. Ich komme nicht drum rum. Also, dann muss man jetzt hier einfach eine konkrete Lösung finden. Zum Beispiel... Springer schlägt, Läufer schlägt oder Bauer schlägt. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Bauer schlägt. Die Dame schlägt. So, dann hätte ich aktuell eine Qualität weniger. Mein Läufer ist aber gedeckt und ich könnte zum Beispiel mit dem Bauern hier schlagen. Das wäre eine Idee. Aber ich drohe dann nichts, weil die Dame, weil der Bauer ist gefesselt. Und wenn ich auf Dame D7, Springer E5 schlagen, den Turm nehme, habe ich Angst vor diesem Schach. Da zieht der König und mein Turm hängt. Und aber dann ziehe ich weg und habe, glaube ich, ich habe mein Material verloren. Okay, das heißt, damit D7, Springer E5 kann ich mit was anderem gut nehmen. Okay, also Dame E7, Springer D5 ist mir jetzt mit der wenigen Zeit, würde ich das nicht so gern spielen, deswegen suche ich mal nach einer Alternative. Ist auch nicht leicht hier, eine Alternative zu finden. Ich muss irgendwie schnell rochieren. Hier habe ich mich echt in Probleme gebracht. Wie sieht es aus mit Springer E7? Dann hängt dieser Bauer... Okay, noch ein letztes Mal Läufer E6 rechnen, weil der hat mir bis jetzt von den Zügen am besten gefallen. Dame hier. Wirklich gut gefällt mir der auch nicht. Okay. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, weil ich glaube, der Gegner, wahrscheinlich sieht er nichts von, oder sieht diese Varianten nicht. Also ich glaube nicht, dass er hier konkret Springer E5 gerechnet hat. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das so schlimm ist. Aber ich glaube, ich darf das Risiko nicht eingehen. Nehmen. Ja, okay, ich spiel Dame D7. So, auf Springer E5 habe ich noch so irgendwie so ein bisschen Notfallvarianten. Zum Beispiel nehmen, Dame schlägt und nochmal weiter fressen. Aber das sieht auch nicht gut aus. Also, ich glaube, ich muss wahrscheinlich dann mit einem Qualitätsopfer spielen. Okay, wir haben jetzt. Immer ganz wichtige Regel. Ich bin jetzt ein bisschen hier unter die Räder gekommen, aber würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr am Zug seid und auch wenn ihr so wenig Zeit habt, besonders, dann müsst ihr eigentlich rechnen. Also dann rechnet ihr direkt den Zug, vor dem ihr Angst habt, Springer E5. So. Jetzt ist sowieso gespielt, wir können nichts mehr dran ändern. Was für Möglichkeiten haben wir hier? Also unsere Dame hängt. Wenn wir die andere Dame angreifen, nimmt die Dame den Turm. Das heißt, wir müssen diesen Springer rausnehmen. Mit dem Bauern, mit dem Springer oder mit dem Läufer. Bauer ist wirklich am logischsten. Die Dame schlägt unseren Turm. Dann sind wir gerade aktuell eine Qualität hinten. Und wenn wir jetzt den Turm fressen, gibt es einen Schach. Der König zieht und die Dame frisst auf A8. Okay, er hat es nicht gesehen. Habe ich mir so ein bisschen gedacht, aber habe ich ja vorhin gesagt. Aber trotzdem kann man sich darauf nicht immer verlassen. Jetzt hier eigentlich ganz gut gelaufen, aber ich immer noch eine schwierige Stellung, also nicht falsch verstehen. Ich glaube, wir müssen aber hier mit dem Bauernopfer spielen auf H5. Die Frage ist jetzt, ob nach Dame E4 D5 droht oder nicht. D5, wir schlagen zum Beispiel, Bauer schlägt. Ja, also ich glaube, D5 droht hier auch, also zu allem Übel auch noch. Das ist ein Einsteller. Ich glaube, den wollt ihr auch nicht spielen. Weiß auch nicht, warum er die Zugzurücknahme nicht annimmt. Okay, also hier nehmen wir einfach die Dame, das ist offensichtlich und gewinnt die Stellung. Wenn er jetzt die Zurücknahme nicht annimmt, dann
war es trotzdem ein sehr spannendes Video, denke ich, weil die Stellung, wir analysieren die natürlich auch. Also Video ist viel zu interessant, um das nicht zu verwerten. Okay, ich will es auch nicht auf Zeit verlieren. Komm, nimm an. Okay, dann nicht. Kann man nicht zum Glück zwingen. Jetzt müssen wir uns noch kurz aus der Situation rauswinden. Ich meine, wir haben jetzt eine Dame mehr, aber schlagen. Wir dürfen nicht zurücknehmen. Der Springer schlägt nämlich und dann hätten wir jetzt noch eine Figur verloren, eine zweite. Jetzt will er es zurücknehmen. Okay, komm. Okay, es macht es einfach spannender. Also auf meinem privaten Account weiß ich ehrlich gesagt, muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich eher nicht, weil da spiele ich eher um Zahl. Hier ist die Zahl sowieso im Keller. Und also zumindest, wenn man so knapp 2-2 richtige Elo hat und dann 2-3 auf Leeches, ist eher ein Armutszeugnis. Aber ich bin auch nicht so gut im Blitz- und Schnellschach. Aber hier geht's mir ja auch drum, komm bitte. Was ist da los? Okay, einmal noch und dann. Hier geht es ja eigentlich drum, was zu zeigen. Naja, aber okay, das ist jetzt hier natürlich. Denkt man, wir können hier direkt. Ja, okay, nochmal. Aber nochmal nicht. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand den Zug zurücknimmt und dann nochmal die Dame eingestellt hat. Und dabei steht er hier nach Dame E4, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, Dame E4. Okay, jetzt wird es wirklich haarig, diese Stellung hier zu spielen. Ich glaube, wir müssen D5 spielen. Ich spiele mal auf, wir haben nicht so viel Zeit. D5 und den Bauern opfern und dann schnell rochieren. Dann haben wir, glaube ich, so ganz gute Kompensation für den Bauern. Oder drohen wir hier nach dem Schlagen? Das ist die Läufer F5. Die Dame hat noch ein Feld, aber dann sehe ich auch nicht, wie man konkret. Also dieses Damen schlägt H7 hier, was auch bestimmt der beste Zug ist. Jetzt rochieren. Jetzt haben wir auch endlich unsere Entwicklung abgeschlossen und haben hier eine ziemlich gute Stellung, denke ich trotzdem. Weil dieser Bauer hier auf H3, der ist im Prinzip weg. Turm H8. Und das, ich meine, den kann man wahrscheinlich nicht halten. Und außer man spielt jetzt hier H4. Vielleicht H4, aber dann kommt wahrscheinlich wieder sowas Ekliges hier. Und ich glaube, hier verliert er sogar einen Springer nach Läufer G5. Also, wir kriegen jederzeit diesen Bauer. Die Frage ist nur, ob wir den überhaupt wollen. Weil das würde wahrscheinlich mit irgendwie Figurentausch einhergehen. Und ehrlich gesagt bin ich hier jetzt eher auf Damenfang unterwegs, sowas wie Läufer F5. Und das kann auch sehr nervig sein, weil Läufer F5 die Dame zieht. Dann vielleicht nochmal Läufer G7. Also die Dame hat an sich sehr wenig Felder. Okay, er geht direkt zurück. Das ist auch schlau. Läufer F5 aber trotzdem. Wobei, wir könnten jetzt den Bauern nehmen und würden nichts abtauschen. Okay. Manchmal muss auch die Vernunft siegen. Und hier ist es sehr vernünftig, diesen. Ah, okay. Also doch, diesen Bauern zu nehmen, weil das hier, lasst euch eins gesagt sein, das ist ein Freibauer auf einer Randlinie und das kann sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr böse enden. Diesen hier, ich hatte übrigens Angst vor Schlagen, wir schlagen, der Turm schlägt, aber dann haben wir ja noch Dame schlägt A2, deswegen dieser Zug sehr interessant. Hab jetzt nicht so viel Zeit, aber also ich muss den nicht unbedingt nehmen, aber es macht schon Sinn. Okay, zum Beispiel hier Läufer. Ich will nicht mit dem Läufer nehmen, aber ich sehe hier einen konkreten Bauerngewinn wahrscheinlich nach Läufer G4. Wir könnten auch so nehmen. Nee, Läufer G4 sieht gut aus. Wir greifen den Turm an, drohen ein bisschen den Bauern zu nehmen. Und jetzt haben wir leider nicht mehr das Läuferpaar. Aber immer noch eine angenehme Stellung. Die Frage ist halt, ob man D4 hier spielen kann oder nicht. Vom Gefühl her eigentlich ja. Also wenn jetzt Turm D2 kommt, das ist die einzige Frage, ob man das machen kann. Aber also wenn der, okay, Turm D2, glaube ich, bester Zug. Und jetzt D4. Sieht ganz schön aus. Zum Beispiel Läufer G5, wir fressen. Und dann drohen wir wieder zwischenzunehmen mit Schach. Ja, ich glaube,
das ist eine sehr schöne Stellung. Und wir hatten eigentlich die ganze Zeit schon irgendwie so ein bisschen, waren wir am Drücker. Wobei, wenn man sich die Struktur anschaut, ist es nicht ganz verständlich, weil der Gegner hat auch ziemlich aktive Figuren. Hier nehmen geht, glaube ich, einfach. Und jetzt droht sich alles zu tauschen. Wir drohen, den Turm zu nehmen. Wenn er das Problem mit dem Turm löst, dann tauschen wir Damen. Und die Stellung ist jetzt sowieso gewonnen. Also. Das Nehmen mit Schach. Okay, jetzt Zeit abgelaufen. Aber die Stellung dürfte gewonnen sein. Ja. Wir schauen uns die Partie an. Die ist nämlich sehr spannend gewesen. Ich zeige euch mal kurz, was ich hier meine. Dieser Stellung hier, also häufigster Zug, ihr seht es hier unten. Ja, ihr seht es. Läufer C5. Und dann führt das meistens sowieso in bekannte Systeme irgendwie. Also so italienisch Zugumstellung. Hier, Springer schlägt E4, ist aber eigentlich ein ziemlich interessanter Zug. Und, oh, der häufigste Zug, also wir gehen mal in die Masters-Datenbank, da ist mit Abstand, seht ihr, das ist ein krasser Unterschied. 325 mal Dame H5, 12 mal Läufer F7 und 7 mal Springer E4. Und in der Spielerdatenbank von Leeches spielen, häufigster Zug, Springer schlägt E4, zweithäufigster Läufer F7 und nur dritthäufigster Dame H5. Und Dame E2 hier, Springer schlägt C3, also Springer D6, zweitbester Zug, Springer C3 und die Stellung ist auch ausgeglichen. Aber hier anscheinend noch ein bisschen, hier ist Dame E2, okay, da müsste man die Damen tauschen. Genau, und Dame schlägt, man kann hier nicht Läufer E7 spielen, wegen Dame schlägt G7 und jetzt funktioniert es nicht wegen Matt. Also, in der Stellung, ich würde wieder Springer D6 spielen, weil ich will nicht die Damen tauschen. Ich will hier Läufer E7 spielen. Was aber nicht funktioniert wegen Dame G7. Dann habe ich mich wahrscheinlich total in zwei Varianten vertan. Jetzt muss ich nochmal kurz selbst. Das könnte für euch auch interessant sein. Dieser Zug, Springer D6, Dame schlägt. Und hier muss man Dame E7 spielen. Fragt mich nicht, was ich hier für eine falsche... Sogar in der Masters-Datenbank wurde Läufer E7 gespielt. Aber... komisch. Also da habe ich auf jeden Fall auch was dazugelernt. Er hat nämlich ja dann anscheinend die beste Variante gespielt. Und Dame schlägt G7 funktioniert einfach. Ich war hier ziemlich selbstbewusst. Und wahrscheinlich deswegen auch so gut gespielt. Läufer Springer schlägt, Dame schlägt. Und hier, genau, die Riesenfrage. Springer C6 oder C6. Also plus 2. Ich kann euch sagen, ich habe hier Läuferpaar und die Stellung, die kann nicht plus 2. Also natürlich ist sie's, weil die Engine hat recht. Das ist Stockfish 14. Wahrscheinlich stärker als Carlsen. Aber, aus menschlicher Perspektive, zwischen zwei solchen gerateten Playern, ist es hier nicht mal ein Bauer, den man praktisch mehrt, weil ich hab hier einfach, also nach Springer C6 ziemlich gutes Spiel bekommen. C6, das war meine andere Idee. Ich dachte zum Beispiel D4, D5 und Dame D3. Und diese Stellung ist zwar schön, weil ich das Zentrum habe und der Springer ein bisschen deplatziert ist, aber eigentlich habe ich hier nicht viel. Das muss man sehr ehrlich sein. Wenn ich Läufer F5 spielen könnte, wäre alles gut, aber kann ich leider nicht. Okay, deswegen habe ich Springer C6 gespielt und irgendwie solche Ideen habe ich ja in der Partie gut eigentlich erklärt. Springer F3, D6, D4 und die Engine ist echt völlig auf der weißen Seite. Das ist krass. Das ist selten solche anderen Einschätzungen. Vielleicht übersehe ich da irgendein krasses Motiv. Hier Rochade funktioniert sogar. Und auf Läufer H3 wahrscheinlich... Turm 1 Schach, okay. Ja, okay, also es ist schon, das habe ich ja in der Partie auch gemerkt, so, dass mein König hier ziemlich, also er ist noch in der Mitte und auch noch nicht so nah an der Rochade dran, weil erstmal muss die Dame ziehen und es ist nicht so leicht für die Dame ein gutes Feld zu finden. Hier auf Springer E7 zum Beispiel einfach G3 und Weiß steht viel aktiver. Sehe ich auch ein. Läufer E3 genommen und immer noch soll Weiß besser stehen, also steht Weiß auch besser. Okay, D5 wäre hier ziemlich gut gewesen. Oder Rochade auch. D5. Okay, Rochade war schon besser. Krass, hier steht bei Rochade plus 2,1 und dann führt man es aus, dann steht dann plus 0,4. Das ist auch komisch. Läufer G4. War nicht so gut. Wegen Springer 1, den habe ich auch sogar noch gerechnet und ich dachte eigentlich, es funktioniert nicht. Wegen Nehmen. Nehmen. Ich gehe zum Beispiel wieder zurück. Und Springer F4. Okay. Weiß steht hier schon aktiv. Das ist mein Riesenproblem, ist der König. Das habe ich auch während der Partie echt gemerkt. Und auf sowas, Springer FD5, lässt mich mein Gegner einfach nicht rochieren. Er kommt immer wieder mit neuen Drohungen um die Ecke. Läufer G7, Turm G1, wieder neue Drohungen. Ja, okay, ich sehe es ein. Läufer G4,
damit die 5, aber hier hat er mir ein bisschen geholfen, weil Springer E7 wäre besser gewesen, okay. Springer E7 wäre viel besser gewesen. Damit B5. Damit E7 und dann im Prinzip diesen Bauern hier opfern, aber dafür Damen tauschen und dann mit Läuferpaar wahrscheinlich in Premierenspiel gehen. Okay, in der Partie, aus der kann ich, denke ich, selbst ziemlich viel lernen. H3, das hat mir geholfen. Und ihr seht, dieser Zug, vor dem ich so Angst hatte, funktioniert auch. Also plus 4 nehmen, das ist halt eine ziemlich konkrete Umsetzung, weil ich muss jetzt mit D schlägt E5 nehmen, Dame schlägt G2 und hier, egal was ich spiele, also E schlägt D4, dieses Qualitätsopfer, was ich als Notfallplan gesagt habe, sogar noch der beste Zug. Aber ich meine, ich habe jetzt eine Qualität weniger und nach diesem logischen Zug hier ist halt das Problem Dame G8 und Dame schlägt A3 und A8 und hier habe ich einfach viel zu wenig Material. Okay, Läufer E6. Hier habe ich mich dann ganz gut rausgewunden. In der Stellung hat der Gegner ja zweimal die Dame eingestellt. Und Dame B5 wäre es gewesen. Habe ich auch nicht so eingeschätzt. Ich dachte einfach, ich roche hier, aber dann kommt wahrscheinlich D5. D5, ja. Okay, Dame E4. So langsam wendet sich das Blatt. D5, auch ein guter Zug. Geschlagen und hier habe ich zwar jetzt einen Bauer weniger, aber das ist nicht relevant. Die Stellung ist immer noch ausgeglichen. Bei bestem Spiel, aber ich sag euch, es ist ultra schwer, hier die besten Züge zu finden. Turm HG1. Aber das ist halt Ausgleich. Also zum Beispiel neben, das ist das, was ich meinte. Es tauscht sich eigentlich zwingend Material. Und hier habe ich das Läuferpaar in einer komplett symmetrischen Stellung mit bisschen aktiveren Figuren, weil die Dame schlecht steht. Ich würde sagen, dass da hier kann ich auf jeden Fall noch auf Sieg spielen. Ihr seht auch, wenn jetzt Schwarz muss den besten Zug finden, dann ist Ausgleich. Und beim zweitbesten schon fast ein Bauern weniger. Okay, hier Läufer schlägt H3. Und Springer E5 war ungenau, wegen Läufer schlägt, Bauer schlägt und nicht diesem hier, sondern D4. Direkt D4. Ja, das macht auch Sinn. Ich dachte, ich greife erstmal den Turm an. Und jetzt D4. Also, die Engine springt schon viel herum. Hier darf man nicht immer nur drauf schauen, aber ich, in dem Fall kann man trotzdem viel daraus lernen. Dame E4 wäre noch deutlich besser gewesen, genau. Jetzt kann ich nicht schlagen, weil meine Dame hängt. Und hier habe ich wieder ein bisschen Probleme. Außer ich finde Läufer H3, was erstmal gefunden werden muss. Und die Stellung bleibt total dynamisch. Aber nochmal eine Sache. Es ist einfach so, muss Schwarz hier, Weiß hier gute Züge finden, weil ich habe halt doch irgendwie Aktivität. Ja, das hier war auf jeden Fall eine super spannende Partie. Auf jeden Fall krass, wie hier die Engine-Einschätzung von meiner abgewichen ist. Und ich war auch einfach die ganze Zeit in dieser Falle. Ich habe hier falsche Theorie gelernt. Passiert eigentlich selten. Und dachte, ich stehe hier ziemlich gut. Und eigentlich stand ich eher schlecht. Und das Problem ist wirklich der König. Also König in der Mitte. Ganz, ganz wichtiges Motiv. Und ja, hoffe, ihr habt viel gelernt. War eine sehr spannende Partie und freue mich total, wenn ihr ein Abo da lasst oder das Video liked. Am besten natürlich beides und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao.